Die Entweder-Oder-Fragestunde Speck oder Grammiknödel mit Thomas Reifelshammer. Erste Frage, Servus oder Christi? Beides. Christi. Servus. Thomas oder Reife? Thomas. Stadt oder Land? Land. Josko Arena oder altes Stadion? Schwierig. Am Wochenende Josko Arena, unter der Woche altes Stadion. Herwig Drechsel oder Oliver Glasner? Beide. Du hast aber schon einen Joker verbraucht. Also, ja, das ist einfach schwierig. Oliver Glasner, denke ich, habe ich als Spieler gehabt und als Trainer oder Mitspieler und Trainer. Und ja, Wickerl Drechsel war einfach zu meiner Zeit, wo ich dazugekommen bin, als Spieler einfach ja, die Figur in unserem Kader und der Spieler eigentlich, der was den Unterschied ausgemacht hat. SV Neuhofen oder SV Gundomatik Ried? SV Gundomatik Ried. Mit oder ohne Nasenpflaster? Am Schluss mit. Wie ist das gekommen? Ja, ich habe einfach gemerkt, das hilft mir beim Spiel. Und von dem her ja, hat es ein paar Prozent Ausschlag gegeben, dass ich mehr Leistung bringen kann. Profidebüt oder Debüt als Kapitän? Profidebüt. Aber die Schleife zu tragen war schon was Besonderes für die SV Ried, oder? Ja, absolut. Ich denke, das ist wahrscheinlich das Größte, was man dann in dem Verein erreichen kann. Im Europacup gegen Brøndby oder Legia Warschau? Brøndby. 1:0 gewinnen oder 5:4 gewinnen? Der Monchi, glaube ich, hat gesagt 5:4, ich sage als Verteidiger 1:0. Okay. Cupsieg 2011 oder Aufstieg 2020? Aufstieg 2020. War mehr Arbeit, oder? Genau, da war ich mehr involviert und einfach, ja, wir haben da lange drauf hingearbeitet. Ich denke, das war einfach für den Verein sehr, sehr wichtig, der Aufstieg. Und von dem her habe ich das auch als Kapitän miterleben dürfen. War dann eine Riesenehre für mich. Die Woche danach war lustig, oder? Die nächsten zwei Tage auf alle Fälle und dann bin ich auf Urlaub gefahren. Okay. Lauftraining oder Krafttraining? Lauftraining. Mit einem Schmunzeln. Ja, beides nicht. Nicht recht. Gern gemacht. Okay. Meistergruppe oder Cupfinale? Meistergruppe. Sommerpause oder Winterpause? Sommerpause. Jetzt müsst ihr euch fragen, als Manager oder Spieler? Als Manager gibt es keine Pause mehr. Okay. Keinen Urlaub gehabt, heuer? Hätte ich schon gehabt, aber das Telefon war leider mit, unter Anführungszeichen. Und von dem her, ja, war es nicht so ruhig. Okay. Büro oder Fußballplatz? Fußballplatz. Spieler oder Manager? Spieler. Und trotzdem fühlst du dich wohl als Manager, oder? Absolut. Aber jeder, der was mich fragt, ich denke, der schönste Beruf oder der schönste Job ist Profispieler. Aber der zweitschönste wahrscheinlich Manager. Sky oder DAZN? Sky. Instagram oder Facebook? Instagram. Kino oder Netflix? Kino. PlayStation oder Buch lesen? Eher nur Buch lesen. Beides nicht. Eher selten. Ja. Letztes Buch war? Biografie, glaube ich, vom Schweinsteiger. Und vom Schweinsteiger, was kann man sich da mitnehmen? Ja, Riesenpersönlichkeit, glaube ich. Der hat Auf und Abs gehabt und ja, ist für mich einfach ein Sör und ja, auf den man aufschaut. Alles klar. Radfahren oder Autofahren? Autofahren. Donau oder Inn? Inn. Im Urlaub ans Meer oder in die Berge? Ans Meer. Du hast überlegt, wandelt sich das vielleicht? Ist, glaube ich, gerade so ein bisschen der Punkt, wo ich auch gerne in die Berge fahre. Aber jetzt mit meinem Sohn, glaube ich, ist noch das Meer ein bisschen spannender. Okay, und damit kommen wir zu ein paar kulinarischen Fragen. Käsekrein oder Bosner? Bosner. Nutella mit oder ohne Butter? Ohne. Warum ohne? Ja, mit Butter kannst du das nicht essen. Also. Okay. Innviertler Bratl oder Wiener Schnitzel? Innviertler Bratl. Kaffee oder Tee? Kaffee. Kaffee oder Bier? Kaffee. Bier oder Wein? Bier. Gasthaus Sternbauer oder Gasthaus Zauner? Das ist unfair.
Ich denke, ich war öfter beim Gasthaus Zauner zum Essen und gefeiert haben wir damals die Siege beim Gasthaus Sternbauer. Okay, das war jetzt der letzte Joker. Wir kommen aber auch schon zur letzten Frage. Als Lokalmatador die wichtigste Frage, Speck oder Kramiknödel? Ganz klar Speck. Danke. Dankeschön.